Hallöchen Freunde und willkommen zurück bei F1 2012. Wir haben ja beim letzten Rennen haben wir ja ein bisschen Pech gehabt. Da hat es uns in der letzten Runde förmlich noch von der Strecke gehauen und somit haben wir leider nicht das Ziel, was uns das Team gesetzt hat, erreicht. Jetzt heißt es aber Mund abwischen, zweites Rennen, Freitag 12 Uhr und es geht ab ins freie Training vom großen Preis von Malaysia in Sepang und ja, wir gucken uns hier die Strecke nochmal kurz an. Also im Qualifying haben wir ein Ziel für den 16. Platz und vor allem, was ganz interessant werden kann, ist die Wettervoraussage. Also am Freitag soll es jetzt nämlich regnen. Samstag morgen im Qualifying soll gutes Wetter sein und am Sonntag soll es wieder regnen. Also das ist eine kleine Schwierigkeit hier, die uns erwartet. Aber da werden wir mal gucken, dass wir das Beste da rausholen. Und wir können hier einfach nochmal kurz aufs Klassement. Wir haben natürlich keine Punkte geholt mit dem letzten Rennen. Aber unser Rennstall ist jetzt, muss man so sagen, auch nicht der beste. Vorne, der Hamilton hat gewonnen, Alonso ist Zweiter und Vettel ist nur auf einem enttäuschenden vierten Platz gelandet, sogar noch hinter Nico Rosberg. Dafür der Schumacher umso besser auf dem sechsten Platz, da wird er ja auch von träumen im Moment, wenn man sich das so anguckt. Und dann geben wir einfach mal, den geben wir einfach mal zur Strecke ins freie Training. So, hier haben wir noch ein paar Hinweise und ja, erfüllte Ziele, Karriere, EP, ach ja, alles Durchschnittsplatzierung. Das ist nach einem Rennen noch nicht so richtig viel, noch nicht so sehr ausschlaggebend, aber hier Platzierung außerhalb Top 20, gerade mal 0. Das ist ja optimal gelaufen bisher. Nein, Spaß beiseite. Wir müssen uns natürlich noch ein bisschen steigern und jetzt geht's erstmal auf die Strecke. So, viele von euch haben ja gesagt, ich müsste hier so ein bisschen was am Fahrzeug-Setup machen, das ein bisschen manuell verbessern und hier und da gab es ein paar Tipps auch mit Kers und mit dem anderen, DRS, so heißt es. So, dann gucken wir einfach mal, wie machen wir denn ein Schnell-Setup, das wollten wir ja eigentlich nicht. Gut, dann wollen wir, wo können wir das Auto denn am besten anpassen? Hier haben wir die Reifen, Teamkollege. Müsste ja doch beim Ingenieur sein eigentlich, oder? Gucken wir mal Optionen, das ist wieder was anderes, jawohl. Gut, wo haben wir das denn? Geht das, oder geht das erst im Qualifying? Nee, wird ja eigentlich keinen Sinn machen. Dann gucken wir mal hier, Forschung, Entwicklung, gesperrt, ausgehoben, was auch immer das ist. So, hier haben wir das Fahrzeug-Setup, aha, da haben wir es also. Aerodynamik. Tja, ist eine gute Frage. Ein hoher Frontflügelwert ermöglicht höhere Kurvengeschwindigkeiten und besseren Grip auf der Vorderachse, muss aber die Stabilität der Hinterachse wegen harmonisch mit dem Heckflügel abgestimmt werden. Tja, ist eine gute Frage. Ein hoher ermöglicht hohe Kurvengeschwindigkeiten. Also ich bin da gar nicht so der Experte. Vielleicht könnt ihr mir einfach mal so ein Setup zusammenstellen und mir kurz und knapp in Stichworten sagen, was man hier am besten einstellt. Vielleicht auch schon einfach für die nächste, für den nächsten Grand Prix, den wir dann haben in China. So, wir gucken jetzt erstmal hier Balance. Das lassen wir einfach mal hier, den Druck. Bei höheren Werten reagieren die Bremsen empfindlicher. Allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit blockierender Räder. Ja, das, ich weiß es gar nicht. Lass das auch nochmal so, wie es sein soll. Balance. Ja, was soll ich da machen? Aufhängung. Aufhängung, Bodenfreiheit. Ja, das Getriebe. Hier können wir ein bisschen was machen. Hier könnten wir theoretisch mal gucken, ob wir da die, das nicht ein bisschen nach hinten verschieben. Also, wir haben hier auf jeden Fall der siebte Gang, den machen wir mal ein bisschen höher. Wenn ich das hier so ein bisschen verschiebe. Wir haben ja eine relativ lange Gerade. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht mache ich das auch komplett falsch. Ich kann es euch nicht sagen. So, dann schaue ich mal. Motor, Benzin für 10 Runden. Ja, das ist okay. Gemisch 2. Bei höheren Werten spricht das Gaspedal aggressiver an. Dadurch nimmt die Beschleunigung zu, aber bei niedrigem Gripniveau wird es schwierig, die Balance zu finden. Machen wir mal ein fettes Gemisch. Ja, das wird schon gehen. Motorblock 100%, das passt auch. Benzin, naja gut, 10 Runden. Da machen wir mal durchaus 5 Runden.
So, dann haben wir die Spurtreue. Das lasse ich mal. Das sieht mir zu schwierig aus. Und dann speichere ich das hier einfach mal bei Slot 1. Ja, was weiß ich denn? A, B, C. So finden wir es auf jeden Fall wieder. Autosave. Und dann geht's mal auf die Strecke. Wir Denn werden die noch gewünschten regnet's Änderungen vornehmen. nicht. Und zwei Leute sind gerade mal draußen. Das heißt, wir wollen jetzt erstmal eine schnelle Runde machen. Und beziehungsweise nicht eine schnelle Runde, sondern ich gehe hier zwar auf die fliegende Runde gerade, aber ich zeige euch noch mal kurz ein bisschen die Strecke. So, ich fahre jetzt noch keine schnelle Runde. Das ist jetzt einfach nur dafür da, dass ich hier euch ein paar Stellen zeige auf der Strecke, wo es drauf ankommt, wo man gut fahren muss, wo Kurvenkombinationen sind, wo man wirklich in die Eisen gehen muss. Gut. Und ja, wie gesagt, nochmal der Hinweis, ich bin kein Profi, ich will es auch gar nicht sein. Ich bin nicht der beste Fahrer, ich bin, denke ich mal, aber auch nicht der schlechteste. Sondern es geht einfach nur darum, das Spiel zu zeigen und nicht irgendwie Rekorde einzufahren. So, also, wie wir sehen hier, die Start- und Ziel ist relativ lang und danach gibt es eine ziemlich langsame Kurve mit einem recht späten Scheitelpunkt. Und es geht direkt in eine zweite ganz enge Kurve rein, bevor es dann rausbeschleunigt wird. Hier vorne die erste Kurve haben wir eine langgezogene Vollgaskurve. Bevor es dann hier wieder an einen 90-Grad-Winkel geht, wo man doch schon recht langsam ist, also wieder hart abbremsen, zack über die Curbs. Und dann geht es wieder in eine, ja, in eine durchaus schnelle, ich weiß nicht, ob man da Vollgas fahren kann, aber ungefähr eine Links-Rechts-Kombination. Und dann in eine kleine Kombination. Das heißt hier eng rein und in die nächste auch wieder. Die fährt man eigentlich als eine runde Kurve nur. Da braucht man nur einmal einschlagen. Wenn man gut ist, dann war es das. Und hier haben wir jetzt die langsamste Strecke, die langsamste Stelle in der Strecke. Leicht bergauf, wieder raus beschleunigen. Vollgas. Hier haben wir wieder einmal kurz abbremsen und danach wieder schnell in die Kurve rein, bevor es dann hier wieder eine sehr, sehr schnelle Kurve gibt. Links, rechts und dann wieder voll in die Eisen. Denn hier geht es jetzt quasi auf die Gegengerade. Hier kann man auch gut DRS benutzen. Kehrs natürlich auch, wenn es nicht schon verballert worden ist. Und danach geht es dann quasi mit einem, ja, mit einer. Ja, ein Haarnadel kann man da, glaube ich, nicht so zu sagen, aber prinzipiell schon geht es dann auf die Startziel. Und wir wollen jetzt hier mit DRS und Kers mal auf die erste schnelle Runde gehen und gucken mal, wie weit wir hinter der Konkurrenz sind. Oh, jetzt habe ich hier schon viel zu viel Kers benutzt, wollte ich gar nicht. So, das heißt, die erste Kurve hier, da heißt es noch ein bisschen inbleiben. Und die nächste direkt auch, da waren die Reifen schon am Blockieren. So, bevor es dann hier raus beschleunigt wird, hier haben wir gleich einen vor uns. Dann müssen wir mal gucken, wie wir den am elegantesten überholen können. Das machen wir hier mal. Und dann geht es wieder raus bis links auf die Curbs. Vollgas in die nächste Kurve rein. Dann haben wir wieder einen vor uns. Müssen wir mal gucken, ja, hat geklappt. Und wenn man da den Scheitelpunkt erreicht hat, kann man hier auch wieder mit Vollgas reingehen. Hier ist die angesprochene Kombination. Die kann man quasi als eine Kurve fahren mit einem Durchschlag. Da muss man zwischendurch eventuell einmal abbremsen, je nachdem, wie man sie erwischt, wie schnell man war, wie gut man in die Kurve reingekommen ist. Hier haben wir, wie gesagt, diese, ja, ganz, ganz langsame Kurve. Bevor es hier wieder in zwei schnellere Kurven geht, hier kann man auch gut schneiden. Muss man aber aufpassen, denn hier gibt es nur, ja, wenig Curbs, wenig Auslaufzone, bevor man dann Richtung Gegengerade fährt. Die haben wir hier, eine ganz langsame wieder. Da muss man aufpassen, dass man da nicht nach außen kommt. Denn hier muss man die Geschwindigkeit definitiv mitnehmen. Die Flügel machen wir auf und dann geht es mit Vollgas in die letzte Kurve rein. In die kleine Haarnadelkurve, die man auch wirklich nicht zu schnell fahren sollte. Entweder rutscht man dann weg oder es geht ins Kiesbett. Und hier geht es dann wieder mit DRS dann auf Startziel. Und damit haben wir unsere erste Runde. Das ist, ja, 1:45.076. Das ist gar nicht mal so schlecht, denke ich. Werden wir sehen. Also die Runden werden sich noch verbessern. Gehe ich von aus. So, und die zweite Runde,
die können wir eigentlich weglassen. Ich fahre mal links ran, damit wir hier keine Strafe kriegen und lass den Kollegen mal vorbei. Denn wir werden jetzt erstmal wieder in die Garage rein. Option wollte ich hier nicht, sondern in die Garage reingehen, jawohl. Gut, also, das waren jetzt auch die härteren Reifen. Wenn wir die weichen Reifen haben, dann wird es alles nochmal ein bisschen schneller gehen. Und ja, aktuell die Strecke ist voll. 23 von 24 sind draußen. Wir sind aktuell sogar noch auf dem zweiten Platz. Da können wir mal unsere Zwischenzeiten ansehen. Also der erste Sektor war sehr, sehr schnell. Wenn man hier die Konkurrenzzeiten sieht, mit 28, da waren wir wirklich sehr gut unterwegs. 2 Sekunden schneller. Beim dritten Sektor, da verlieren wir ungefähr 1 Sekunde. Und beim mittleren Sektor, da sind wir ungefähr gleich wie die anderen. Ich mache mal hier ein bisschen Beschleunigung von der Zeit. Und dann gucken wir einfach mal, wie es aussieht. Beziehungsweise wir wollen natürlich auch nochmal rausfahren, sobald die ganzen anderen in der Box sind. Weil wenn die alle draußen sind, dann bringt das nichts. Aber ich sehe schon, unsere Zeit war nicht schlecht. Also die ersten drei hier, Alonso, Hamilton und unsere Wenigkeit, das sieht schon sehr gut aus. Danach ist doch schon ein größerer Rückstand, 1 Sekunde. Und ja, jetzt sind nur noch 14 auf der Strecke. Oh, und wir müssen wirklich aufpassen, dass wir hier noch eine Runde abreißen können, bevor es anfängt zu regnen. Dann geht es nämlich nicht mehr wirklich um die schnellste Zeit. Und deswegen fahren wir jetzt gleich nochmal raus, eine fliegende Runde, und gucken nochmal, ob wir an unsere Zeit rankommen. Ich muss auch die Strecke halt noch ein bisschen reinkriegen, gerade fürs Qualifying und auch fürs Rennen. Ja, und quatschen und nicht fahren, das bringt natürlich gar nichts. So, da habe ich eben ein bisschen zu viel gequatscht. Jetzt können wir natürlich erstmal unsere Reifen wieder ein bisschen sauber fahren, beziehungsweise die Konkurrenz hier so ein bisschen ziehen lassen. Oh, und wir übertreiben sollten das nicht. So, die lassen wir nochmal ein bisschen Puffer vor den Ferrari vor uns. Nicht, dass wir den irgendwie einholen könnten, aber man weiß ja doch nie. So. Und dann machen wir uns mal auf den Weg auf die nächste schnelle Runde. Hier können wir natürlich das Kers komplett verballern. Bis hier, wo wir es wieder neu kriegen. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch hinkriegen. So, wie gesagt, extrem abbremsen in diese Kurve hier. Da waren wir sogar jetzt schon arg spät dran. Aber wir haben das Auto noch gekriegt, jawohl. Und hier kann man erstmal mit ein bisschen Kers, ungefähr ein Drittel, können wir hier verballern, damit wir schnell aus dieser langsamen Kurve rauskommen, beziehungsweise aus diesen langsamen Kurven, bevor wir hier jetzt wieder die 90 Grad haben. So, da muss man gucken, dass man das Auto wieder kriegt. Da rutscht es doch auch ganz gerne mal weg, wenn man die Curbs zu hart nimmt. So, eine langgezogene Kurve, links, rechts, da muss man ein bisschen vom Gas runtergehen, bevor man hier ein bisschen, ja, man kann hier die Flügel ein bisschen aufmachen. Hier geht es in die Kurvenkombination rein, die Linie bleibt die gleiche. Man muss die halt wirklich gut treffen, denn wenn man die gut trifft, dann kann man hier richtig Zeit gewinnen. So, und dann geht es hier in die ganz, ganz langsame, da blockieren die Räder. Okay, das Auto muss man danach dann auch gucken, dass man es wieder schnell unter die Kontrolle kriegt, falls man es hier einmal kurz verliert. So, dann haben wir hier wieder, da können wir jetzt den Rest Kers benutzen und dann geht es in eine schnelle links und eine schnelle rechts, bevor es dann hier wieder auf diese Gegengerade geht. Da war ich jetzt doch ein bisschen zu langsam unterwegs. Und hier geht es dann DRS auf und mit Höchstgeschwindigkeit auf Start und Ziel, beziehungsweise erstmal in die, ja, wie soll ich sagen, in die Haarnadelkurve. Ach, ich nenne sie mal eine Haarnadelkurve, da freut sie sich. Und hier geht es dann rum, relativ langsam, und dann mit DRS wieder auf Startziel. Und das sieht gar nicht so schlecht aus, jawohl. Also, 1,5 Sekunden sind wir hier besser jetzt. Und da haben wir doch schon mal ein bisschen Vorsprung auf den Herrn Alonso. Das sieht ja doch schon mal deutlich besser aus. Also kann auch sein, ich weiß jetzt nicht, wie schnell wir waren. Ich habe jetzt gar nicht geguckt bei der Startziel. Danach war es aus. Jetzt haben wir die Übersetzung ja ein bisschen geändert. Vielleicht ist das schon das Ergebnis gewesen, dass wir hier jetzt doch ein bisschen mehr schaffen. Deswegen werde ich diese Runde hier einfach nochmal fahren. Ach, wobei, wisst ihr, ich gehe mal eben kurz in die Garage. Das geht dann alles ein bisschen schneller. Ich will mich ja mit dem Training, mit dem freien Training hier jetzt auch nicht immer so lange aufhalten.
So, und dann gehen wir nochmal auf die fliegende Runde und dann will ich einfach mal gucken, was wir hier jetzt an Topspeed haben. So, erstmal natürlich wieder hier. So, da muss man aufpassen, weil der Kollege, nachdem man hier die Kontrolle übernimmt, ganz schön schnell unterwegs ist. Und dann nehmen wir einfach mal die hier und gucken, wie schnell wir sind. Ja, doch, ein bisschen mehr haben wir schon. Jetzt, die Kurve kriegen wir natürlich nicht. Aber ein bisschen haben wir schon mehr. Also da, ich denke mal, 320 sind sogar am Ende dieser Kurve hier drin. Gucken wir mal. Ich werde die Kurve jetzt gleich nicht kriegen. Ich will einfach nur mal die Tops. Ah, okay, 314 ist Feierabend. Aber das sind ja immerhin auch schon mal 15 km/h mehr als in Melbourne. So, die Zeit, die wird nicht gut sein. Deswegen gehen wir hier wieder in die Garage. Und dann werden wir mal ein bisschen vorspulen. Ich denke mal, unsere Zeit haben wir gemacht, die auch für das Team reichen sollte. So, und dann gucken wir nochmal auf die Rundenzeiten. Also, wie gesagt, fast 2 Sekunden holen wir uns hier von den anderen im ersten Sektor alleine schon. Der liegt uns scheinbar ganz gut. Der zweite Sektor ist auch nicht so schlecht. Und der dritte, da sind wir ungefähr gleich. Also, da kann man insgesamt gesehen nicht wirklich meckern. Also, mich würde mal interessieren, was der Alonso hier im Sektor 3 fährt, weil da holt er ja immens wieder auf. Ah, hier haben wir es, 42 auch. Ja, 42,2, also so schlecht sind wir da auch nicht unterwegs. Ich spule jetzt einfach mal vor und dann gucken wir mal, ob wir nochmal rausfahren. Wenn das Wetter jetzt schlechter geworden ist, dann hat das natürlich keinen Sinn. Aber wir haben hier die Konkurrenz bis auf 1 Sekunde im Griff. Also das ist eigentlich nicht so schlecht. So. Dann gucke ich mal, wie sieht das Wetter aus? Ja, es ist dunkler geworden, es ist dunkler geworden. Also so richtig viel Regen war aber jetzt nicht im Spiel. Ich denke mal, wir können das hier jetzt ausklinken lassen. Und ich denke mal, wir haben unsere, ja, 4 Runden haben wir gemacht. Da waren 2 richtig gute bei. Und wir sind hier auf jeden Fall, können wir hier jetzt mal mitspielen. Bei Melbourne, da haben wir ja nicht ganz so viele Chancen gehabt. Aber vielleicht wird es jetzt doch was werden. Das Auto ist ja wirklich nicht das Beste, der Toro Rosso. Aber damit hat Vettel ja auch angefangen und die ersten Siege geholt. Warum sollten wir das dann nicht auch schaffen? Ja, jetzt guck mal auf die Zeiten. Guck mal auf die Zeiten. Jetzt ist die Straße nämlich nass. Da geht dann nämlich nicht mehr so richtig viel. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr auch dann morgen um 12 Uhr im Qualifying wieder dabei seid. Da geht es dann um die Wurst. Da wollen wir diesmal auch in den Q3 reinkommen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder reinschaut. Bis dann.